Vielen Dank. Normalerweise ist ja die Einleitung für Veranstaltungen immer, ich freue mich sehr hier zu sein. Weil ich bin ja hier zu Hause, das ist noch besser. Es ist voll, es bestätigt das, was ich im Wahlkampf mitbekommen habe. Im Wahlkampf habe ich eine unglaubliche Zustimmung erfahren. Unsere Veranstaltungen waren immer gut besucht. Man darf eigentlich nicht nach dem Gefühl gehen, das man bekommen hat bei den zahllosen Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Sonst wären wir nämlich nicht bei 20 plus X, sondern ganz woanders. Aber die Realität sehen wir dann am Sonntag. Endphase des Wahlkampfes. Wir merken, es läuft heiß. Das merken wir einerseits an den Artikeln. Es häufen sich ja plötzlich, da werden ja Skandale produziert medial. Die grün-links gestrickten, die gestrickte Lücken- und Relotius-Presse, ich sage nicht Lügenpresse, hyperventiliert als Teil des politisch-medialen Machterhaltungskomplexes. Es wird alles verdreht, vermengt bis zur Unkenntlichkeit. Hauptsache, es bleibt irgendwo ein Hakenkreuz hängen. Und manche Haltungsjournalisten wetteifern darum, sich den Skalp irgendeines AfD-Politikers an den Gürtel hängen zu können. Und dann wäre der Nächste dran. Dagegen stehen wir auch als AfD. Einigkeit ist das Gebot der Stunde, hat uns als AfD oft stark gemacht und danach immer noch stärker. Und in der AfD, was in der AfD zählt, ist die gemeinsame Sache. Keine Person, niemand steht über der gemeinsamen Sache. Das schweißt uns zusammen und hat uns in wenigen Jahren zu diesem Erfolg gebracht. Was aber sicher auch eine Rolle spielt, ist natürlich das verlorene Vertrauen der Menschen in die etablierte Politik. Und das ist ja hausgemacht. Und ich sage es zum letzten Mal, weil ich habe es auf jeder Veranstaltung gesagt, weil man es nicht oft genug sagen kann. Bei allem Geschreie und Gezeter des politischen Konkurrenten. Die AfD ist nicht die Ursache für irgendwas. Die AfD ist die gerechte Wirkung auf das Versagen der anderen. Hätten die ihren Job richtig gemacht, dann gäbe es uns überhaupt nicht. Und da nützt es dann auch nichts, wenn der Ministerpräsident die letzten Wochen vor der Wahl panisch durchs Land fährt und irgendwelche Fördermittelbescheide für Feuerwehrhäuser zum Fenster rauswirft. Es werden ja nie so viele Feuerwehrhäuser gebaut wie vor der Wahl plötzlich. Da nützt es auch nichts, wenn die SPD in Ermangelung völlig eigener Sachthemen nur noch über ein Feindbild arbeitet und sagt, liebe Leute, Sachpolitik ist völlig egal, Dennis Holoch hat es gerade vorgelesen, völlig verzweifelt, sondern es geht nur noch gegen die AfD als Feind. Parallel dazu schürt die SPD, schürt Dietmar Woidke Ängste bei den Menschen, indem er sagt, wenn die AfD stark wird, dann kommen keine ausländischen Investoren mehr. Keine Argumente, nur noch Hetze und das Schüren von Ängsten, das ist billig für diese Machterhaltungsnomenklatura, aber die Menschen, die Wähler sind viel schlauer. Die merken das natürlich auch, was in den Medien abläuft. Und ich denke, bei dem Zuspruch, den wir erfahren haben, bin ich guter Dinge, dass wir haben eine reelle Chance, am Sonntag als stärkste Kraft aus diesen Wahlen hervorgehen. Und dann werden wir dieses Land verändern. Was kommt sonst so vom politischen Konkurrenten? Die Linken, das haben wir jetzt gelesen die letzten Tage, die Linken haben einen tollen Plan für die Zukunft Brandenburgs. Sie kaufen sich nämlich ein eigenes Schlepperschiff. Ja, die Linken haben ja vorgeschlagen, dass wir ein eigenes Schlepperschiff kaufen sollen, das vom Land finanziert wird, um in einem Land, in dem Rentner im Müll wühlen müssen, um über die Runden zu kommen, noch mehr Illegale hier eingeschleust werden können auf dieser Seereiseroute, die Frau Merkel da einrichten will, dieser Seewanderweg, um noch mehr illegale Einwanderung in unsere Sozialsysteme zu ermöglichen. Und das wollen wir nicht. Was wir brauchen statt dieser völlig enthemmten Willkommenskultur, ist eine konsequente Abschiebekultur für all die, die sich illegal in unserem Land aufhalten. Und deshalb fordern wir als AfD konsequent kriminell gewordene, abschiebepflichtige, sogenannte Flüchtlinge müssen inhaftiert werden. Wir fordern Sach- statt Geldleistungen. Und da werden wir sehen, wie schnell der Anreiz weg ist, in unser Land zu kommen. Wir fordern eine vernünftige Bildungspolitik.
Diese rot-rote Regierung hat auf Kosten der Kinder, unserer Kinder und Jugendlichen, die die Zukunft unseres Landes sind, hat das Bildungssystem kaputt experimentiert, hat sich ausgetobt an unseren Kindern, auch an meinen drei schulpflichtigen Kindern, die jetzt alle raus sind zum Glück. Das müssen wir wieder ändern. Und wir stehen natürlich für ein Leistungsprinzip in der Schule. Wir stehen auch für Kopfnoten. Wir glauben an den originären Auftrag der Schule, nämlich Kulturtechniken zu vermitteln. Lesen, Schreiben, Rechnen. Darum geht's. Und nicht um zwei afrikanische Trommelkurse, drei Moscheebesuche und Arabischunterricht. Das brauchen wir nicht. Und das macht unsere Kinder... Und das macht unsere Kinder nicht fit für die Zukunft. Wir brauchen ein soziales Brandenburg. Als Rot-Rot an die Regierung gekommen ist vor 10 Jahren, war jedes fünfte Kind in Brandenburg armutsgefährdet. Jedes dritte in Frankfurt-Oder. 10 Jahre nach Rot-Rot ist immer noch jedes fünfte Kind in Brandenburg armutsgefährdet, in Frankfurt-Oder jedes dritte. Stattdessen beschäftigt man sich mit Gender-Toiletten und sonstigem Unsinn, völlig an der Mehrheitsbevölkerung, an unseren Menschen, an den Interessen unserer Leute vorbei. Und diesen Zustand müssen wir verändern. Es muss wieder Politik für die Mehrheitsbevölkerung gemacht werden. Mit ganz klaren Forderungen, die ja teilweise auch von der linken Journalie ganz empört aufgenommen werden. Das heißt, Herr Kalbitz, fordern Sie allen Ernstes, dass das Geld, das die Deutschen erwirtschaften, zuerst für die Deutschen eingesetzt wird? Ja, natürlich fordern wir das, weil es die normalste Sache der Welt ist. Wir wollen als AfD, wenn es uns möglich ist, ein Signal setzen, dass wir diese enthemmte, inlandsfeindliche Migrationspolitik nicht mitmachen. Und es geht nicht darum, Einwanderung per se abzulehnen. Die AfD steht zum Grundrecht auf Asyl, auch zum Schutz von Kriegsflüchtlingen. Mir kann aber keiner erklären, warum das durch 4 sichere Drittstaaten erfolgt. Das ist für mich nicht erklärbar. Und deshalb müssen wir auch die Regierung in Berlin wieder politisch dazu zwingen, sich an die eigenen Regeln und Gesetze zu halten. Und wir haben die Nase voll davon, dass der Zustand in diesem Land verklärt wird. Und ständig nur Einzelfälle passieren. Die BKA-Statistik, die Statistik des Bundeskriminalamtes, hat uns ganz klar gezeigt, wie sich diese Einzelfälle summieren, wie bei Sexual- und Gewaltstraftaten der Anteil von kriminellen Handlungen von sogenannten Flüchtlingen gegen Deutsche um 20% gestiegen ist. Nach diesem Bericht des Bundeskriminalamtes wurden 230 Deutsche von sogenannten Flüchtlingen getötet. Und jeder Einzelne davon ist Merkels Toter. Jeder Einzelne davon ist jemand, der noch leben könnte, wenn wir diese enthemmte Flüchtlingspolitik nicht gehabt hätten. Aber in einem Reichstagsgebäude, das sich jetzt mit dem Burggraben umgibt, weil ja alles so sicher ist bei uns, da kann man natürlich leicht drüber fabulieren, dass man am Schluss sagt, jetzt sind sie halt da. Und wir werden es nicht hinnehmen, dass Teile der Flüchtlinge, nicht alle, aber dass Teile junger muslimischer Männer unsere jungen Frauen und Mädchen für billig verfügbare Schlampen halten, unsere jungen Männer für Aggressionsmülleimer und die Sozialleistungen, die sie bekommen, als Starthilfe für ihre Gangsterkarrieren. Deshalb Grenzen dicht. Wir brauchen die Festung Europa. Wir müssen wissen, wer in unser Land kommt. Und wir wollen auch Menschen aufnehmen, die sich durch ihre Qualifizierung dafür eignen. Das könnte nach einem Punktesystem wie dem kanadischen Modell sein, das eine kontrollierte Zuwanderung ermöglicht. Aber das sind alles Dinge, die wir politisch noch umsetzen werden, auch wenn ja manche Forderungen plötzlich entdeckt werden. Da entdeckt plötzlich Horst Seehofer kurze Zeit vor den Wahlen, also diese sogenannten Flüchtlinge, die Urlaub machen in den Verfolgerländern, wo sie herkommen, die haben ihr Bleiberecht verwirkt. Aha, das fordern wir schon seit Jahren. Und dann wird auch Schluss sein mit dem Mitteltransfer von sogenannten Flüchtlingen, wenn es Sachleistungen gibt, in ihre Herkunftsländer. 17 Milliarden Euro sind überwiesen worden von sogenannten Flüchtlingen in ihre Ursprungsländer. Und wenn wir Verantwortung haben, wenn wir Sach- statt Geldleistungen umsetzen können, ja, dann ist Schluss
mit der Eigentumswohnung in Damaskus. Da wird auch nicht mehr Urlaub gemacht auf unsere Kosten in den sogenannten Verfolgerländern, sondern da geht es darum, den Menschen Schutz zu gewähren, die wirklich Schutz suchen und Schutz verdient haben. Und dafür steht auch die AfD. Und für uns ist es auch entscheidend, dass wir klar machen, wenn es immer heißt, die AfD ist ausländerfeindlich. Das ist Unsinn. Aber die AfD ist dezidiert inländerfreundlich. Und es sind viele Menschen, es leben viele Menschen in unserem Land mit Migrationshintergrund, die gehören inzwischen zu Deutschland. Die arbeiten hier, die zahlen ihre Steuer, die haben sich unserer Leitkultur angepasst und folgen unseren Regeln und Gesetze. Und diese Menschen gehören zu unserem Land und sind selber in Sorge, dass sie ihren Wohlstand, das, wofür sie Jahrzehnte hart gearbeitet haben, hier riskieren. Und ja, es gibt auch Muslime, die gehören zu Deutschland, die halten sich an unsere Regeln und Gesetze. Aber nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und wer das behauptet, der hat die Geschichte nicht aufgepasst. Und wir erachten, auch wenn das bei uns ja noch nicht der Fall ist, zum Glück, wir erachten es nicht als Einschränkung der Religionsfreiheit, die im Grundgesetz festgeschrieben ist und zu der wir auch stehen. Aber das bedeutet für uns nicht, dass man Moscheen bauen muss, deren Minarette höher sind als unsere Kirchen. Das bedeutet nicht, dass es Koranunterricht in den Schulen gibt. Das bedeutet nicht, dass man Schweinefleisch streicht aus den Speiseplänen. Das ist keine Integration, das ist keine Toleranz, das ist Unterwerfung und dafür sind wir nicht bereit. Aber wie wahrnehmungsgestört manche auch Journalisten sind, hat man an einem Twitter-Beitrag eines Zeit-Online-Journalisten gesehen, der getwittert hat, der hat Urlaub in Brandenburg gemacht, hat dann getwittert, es sei so schön in Brandenburg, aber da gäbe es ja fast nur Weiße. Und das würde keinen stören. Stellen Sie sich den Tweet mal umgekehrt vor. Da macht jemand Urlaub in Kenia und schreibt dann, das ist wirklich schön hier in Kenia. Aber da sind ja fast nur Schwarze. Die Empörung wäre groß, würde man sagen, das ist ja Rassismus. Und natürlich ist es ein antideutscher Rassismus, der dieser Zeit-Online-Redakteur da an den Tag gelegt hat. Aber so verdreht ist eben die Welt. Sie haben noch die Möglichkeit, hier in unser Wahlprogramm zu sehen. Also stellen Sie fest, die AfD ist keine Protestpartei, schon längst nicht mehr. Wir sind eine sachorientierte Lösungspartei. Wir haben viele Vorschläge in vielen Bereichen. Bildung habe ich bereits angesprochen. Wir reden über die Infrastruktur. Unter Rot-Rot, unter 30 Jahren SPD, haben wir einen Investitionsrückstau von 2,7 Milliarden Euro. Wir leisten uns aber nicht Flughafen für 7 Milliarden Euro. Und generell muss man eines ganz klar sagen, wenn es um unsere Forderungen geht. Und das heißt dann immer, es ist kein Geld da. Erstens haben wir durch die sogenannte Flüchtlingskrise gelernt, das Geld ist schon da, ist nur nicht hier. Seit 2015 hat Brandenburg die Flüchtlingskrise 500 Millionen Euro gekostet. Und das Geld war auch da. Aber ansonsten ist das Geld nicht da, ja auch nicht auf Bundesebene. Und dann wurde ich ja gefragt im Zuge der Kampagne, Herr Kalbitz, was meinen Sie denn damit? Vollende die Wende. Diese Frage ist ein Schlag ins Gesicht für all die Rentner, die seit 30 Jahren auf eine Rentenangleichung warten. Diese Frage. Wir haben nicht umsonst gekämpft. Diese Frage ist ein Schlag ins Gesicht für all die Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil es in 30 Jahren nicht gelungen ist, ein gerechtes Lohn- und Einkommensniveau in Ost und West zu schaffen, weil die Politik eben nicht die Voraussetzungen schafft, dass sowas funktioniert. Und das erleben wir gerade in drastischer Form in der Lausitz. Die Lausitz wird also bedroht mit den Pauschalen aus. Man einigt sich auf ein Aufstiegsdatum, hat aber überhaupt keine Lösung. Und jetzt wurde ja mit großem Tamtam, auch völlig überraschend, kurz vor den Wahlen, dieses Strukturfördergesetz erlassen. Hört sich erstmal gut an und wenn wir genau hinschauen, wenn wir uns damit beschäftigen, stellen wir fest, so prickelnd ist es doch nicht. In zwei Stufen soll also der Strukturwandel gefördert werden. Für die erste Stufe, die fest gekoppelt ist an einem fixen Ausstiegstermin, ob es geklappt hat oder nicht, stellt in der ersten Stufe 16 Milliarden Euro zur Verfügung. 16 Milliarden. Für Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen.
Das ist nichts, liebe Freunde, das ist nichts, um den Infrastrukturrückstau, den Rot-Rot verursacht hat, auch nur annähernd aufzuholen. Und deshalb haben wir eine ganz klare Vorstellung. Wir sagen, wir stehen zur Braunkohle so lange, bis die Lausitz einen Zukunftsplan hat und keinen Abwicklungsplan. Und deshalb brauchen wir kein festes Ausstiegsdatum. Und da lassen wir uns auch nicht treiben, auch nicht von der Klimahysterie, die unseren Kindern klar zu machen versucht, dass sie ja gar nicht mehr zur Schule gehen brauchen am Freitag, weil sonst sowieso alle verbrennen. Ja, das ist Unsinn, was da abläuft. Das ist eine unglaubliche Hysterie. Das ist eine unglaubliche Angstmacherei. Und die Grünen befördern das, indem sie diese ganze Hysterie, die machen unsere Kinder wahnsinnig in den Schulen, indem sie diese Hysterie befördern und einfach nur Ängste schüren. Was wir nicht brauchen, sind Ängste. Wir brauchen Lösungen für dieses Land. Deshalb stehen wir zu den Arbeitnehmern in der Lausitz. Wir wollen, dass auch junge Menschen in der Lausitz eine Zukunft haben und auch anderswo im ländlichen Raum, den die rot-rote Regierung so konsequent abgehängt hat. Es ist Zeit, dass Rot-Rot aus der Verantwortung entbunden wird. Und das passiert im ersten Schritt am 1. September. Wir reden auch über Sicherheit. Wir reden davon, dass unsere Polizei kaputt gespart wurde durch eine völlig vermurkste Polizeistrukturreform. Unsere Beamten sind schlecht ausgerüstet, schlecht bezahlt und ab und an fehlt es einem Streifenwagen, um eine Tour extra zu machen. Das ist ein Armutszeugnis. Was unsere Polizei braucht, ist Zukunftssicherheit durch bessere Ausrüstung, eine vernünftige Ausstattung, aber auch den Rückhalt in Justiz und Politik, weil es für die Beamten frustrierend ist, wenn sie eingreifen und Rechtsbrüche ahnden, aber die Rechtsbrecher gleich wieder auf freien Fuß gelassen werden, weil die Gerichte überfordert sind, was in Brandenburg so weit geht, dass ja selbst Mörder aus der Haft entlassen werden vorzeitig, weil man einfach nicht dazu kommt, ihn den Prozess zu machen. Das ist die Kapitulation des Rechtsstaates. Das können wir als Rechtsstaatspartei nicht wollen. Deshalb fordern wir eine Stärkung von Polizei und Justiz. Wir fordern den Rückhalt für all die Beamten, die jeden Tag den Kopf hinhalten. Auch hier. Weil die Polizei schützt nicht die Bürger vor uns. Die Polizei schützt uns vor denen, die unter dem Deckmantel von Multikulti und ihrer Scheintoleranz Gewalt ausüben. Gegen AfD-Anhänger, gegen AfD-Eigentum. Der höchste Anteil an Anschlägen auf Büros betrifft die AfD. Wir werden im Grunde geschützt vor denen, die diese Omnitoleranz für sich in Anspruch nehmen, die selber von sich sagen, dass sie die Hyperdemokraten sind und in Wahrheit nichts anderes als rot lackierte Linksfaschisten. Jawohl. Wir fordern ein soziales und solidarisches Brandenburg für die Brandenburger, das das Wort auch verdient. Und wir haben bereits in der 6. Legislaturperiode viele Anträge eingebracht. Wenn es immer heißt, ja, die AfD hat gar keine Lösung, die meckern immer nur falsch. Wir haben viele Anträge konkret eingebracht. Unter anderem haben wir gefordert, ein Familiendarlehen von 25.000 Euro, das mit jedem Kind 5.000 Euro rückzahlungsfrei macht. Abgelehnt von Rot-Rot. Wir haben gefordert, eine kostenlose BBS-Ausstattung für Kinder, die in Brandenburg geboren werden. Abgelehnt von Rot-Rot. Wir haben gefordert, ein Landespflegegeld, dass die Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, auch finanzielle Unterstützung bekommen und nicht nur warme Worte. Abgelehnt von Rot-Rot. Wir haben gefordert, dass sich die Landesregierung beim Bund dafür einsetzen möge, die Grunderwerbsteuer zu streichen, um jungen Familien Anreiz zu geben, Eigenheime zu erwerben. Weil Eigenheime auch der beste Schutz vor Altersarmut sind. Abgelehnt von Rot-Rot. Diese Liste kann man beliebig verlängern. Und diese rot-rote Regierung ist keine Truppe, mit der man Probleme lösen kann. Die bremsen, die versagen, die haben dieses Land zu einer Ödnis gemacht in vielen Bereichen im ländlichen Raum. Diesen Zustand müssen wir wieder verändern. Und wenn dann gesagt wird, ja, wir haben ja so gute Beschäftigungszahlen, dann muss man da mal näher hinschauen. Auf die vielen Minijobber, die Rentner, die ja nicht arbeiten gehen, weil sie so gerne Gemüse im Supermarkt stapeln, weil sie sonst kein Auskommen mehr haben und nicht wissen, wie sie einen Monat über die Runden kommen. Die Menschen, die zwei oder drei Jobs machen, um überhaupt durchzukommen mit ihren Familien, die müssen auch entlastet werden. Da haben wir konkrete Vorschläge gemacht.
Aber es will ja Rot-Rot nicht hören, da geht es ja nicht um Sachpolitik. Es geht nur noch um Machterhalt. Das hat auch Dennis Holo schön auf diesem Verzweiflungswerbezettel der SPD vorgelesen. Bitte, bitte wählt mich. Ohne Inhalte, ohne alles. Das wurde ja nur noch getoppt. Die meisten kennen schon von unserem Musterexemplar brandenburgischer Sozialdemokratie, Elfi Handrick. Elfi Handrick bei der SPD Wustermark, die Dame aus der SPD, die im ZDF ganz offen gesagt hat, dass sie es nicht versteht, wenn die Menschen sagen, sie hätten Sorgen und Nöte. Was haben die denn für Sorgen und Nöte, hat sie gesagt, wortwörtlich. Ich verstehe das gar nicht, ich kann das nicht verstehen. Und selbst wenn sie Sorgen und Nöte haben, ist es doch kein Grund, auf die Straße zu rennen und Heil Hitler zu schreien. Jetzt weiß ich nicht, in welcher Welt die Dame lebt, ob in der Wustermark der Krieg noch nicht zu Ende ist. Ja, und ich weiß auch nicht, wie sich die Menschen auf der Straße grüßen. Ich hoffe, nicht so, das wollen wir auch nie wieder haben in unserem Land. Aber eines weiß ich ganz deutlich. Ich sehe ganz deutlich, dass diese Sozialdemokratie, dieser Arbeiterverräterverein, dass diese Champagner-Sozialisten den Bezug zu Menschen in diesem Land verloren haben. Und dann entdeckte plötzlich... Das hat dann plötzlich Sigmar Gabriel entdeckt. Der sagt, man müsse sich wieder um die Mehrheitsgesellschaft kümmern. Das erzählen wir schon seit Jahren. Aber die sind ja nicht mehr in der Lage, ihren Parteivorsitz zu besetzen. Und das einzige erfolgreiche Projekt, an dem diese rote Trümmertruppe arbeitet, ist, einstellig zu werden. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ihre Genossen in Thüringen machen es ja vor. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ein kraftvolles Signal am 1. September, am Sonntag, setzen. Und ich bitte Sie auch herzlich, nicht nur gehen Sie wählen, sprechen Sie auch mit den Menschen, die noch nicht entschieden haben, was sie wählen wollen. 44% aller Brandenburger sind unentschlossen. Da ist noch einiges zu holen, wenn man die Menschen von unseren Inhalten überzeugt. Reden Sie auch mit den Menschen, die es aufgegeben haben, der Politik zu vertrauen und sagen, der etabliert natürlich zu Recht. Und die sagen, ich gehe gar nicht mehr wählen, es ändert sich ja sowieso nichts. Wer sein demokratisches Mitbestimmungsrecht bei den Wahlen nicht wahrnimmt, der hat auch das Recht verloren zu meckern. Das muss man ganz klar sagen. Wir müssen eine politische Veränderung bewirken. Und dieser praktischen Veränderung sind wir so nahe wie nie zuvor. Durch einen starken Sieg der AfD, durch viele Prozente für die AfD. Und die Diskussion mit Opposition oder Regierungsbeteiligung ist obsolet. Wir werden uns das anschauen am Abend des 1. September. Und dann bin ich gespannt, was die anderen Parteien machen. Ich bin gespannt, ob sie Demokratie ernst nehmen und den Willen derer akzeptieren. Oder diese Politik der Ausgrenzung fortfahren, die wir bisher erlebt haben. Und dann quasi sagen, fast ein Viertel der Menschen wollen wir gar nicht berücksichtigen, weil die haben ja falsch gewählt. Das hatten wir hier im Osten alles schon mal. Ja, jetzt haben wir wieder diese Blockflötenparteienkonstellation zusammen mit der ein oder anderen Medienanstalt, in Brandenburg ja besonders der RBB, der sich hier als Dauersteigbügelhalter dieser roten Truppe etabliert hat. Und wir dürfen den ganzen Zirkus auch noch bezahlen. Das Ganze sehr dünn bedeckmäntelt unter dem Anschein der Neutralität. Aber die Menschen merken es ja selber. Und das ist genau das, um was es geht. Es geht darum, dass der Vertrauensverlust erarbeitet wurde von denen, die uns jetzt kritisieren. Die sind selber die Ursache für ihre Misere und täten gut daran, sich um die Probleme der Menschen in unserem Land zu kümmern. Und dazu gehören viele Felder. Energiepolitik habe ich mir ausgespart, damit es nicht zu lang wird. Aber da muss man auch ganz klar sagen, wir stehen zur Kohle, wie ich es gesagt habe. Wir sind auch gegen diese EU, gegen diesen Subventionswahnsinn dieser Windkraftindustrie. Das wurde uns als großes Jobwunder verkauft. Da hieß es dann, da entstehen ganz viele Arbeitsplätze. Nach den letzten Meldungen werden in der Windkraftindustrie bundesweit 36.000 Arbeitsplätze abgebaut. Das sind mehr Arbeitsplätze, als wir nach der Wende in der Kohle überhaupt hatten. Also ist es auch keine Zukunft,
orientierte Technologie, sondern es sind ideologische Wahnvorstellungen einiger, die an den Schalthebeln sitzen, und wir dürfen den ganzen Zirkus bezahlen. Und dazu sind wir nicht mehr bereit. Dafür stehen wir als AfD, und ich hoffe, Sie auch, wenn Sie bei der Wahl am 1. September diese Mitentscheidung treffen. Und deshalb haben wir morgen noch Gelegenheit, um jede Stimme zu kämpfen. Aber weil das der offizielle Wahlkampfabschluss in Brandenburg ist für die AfD, möchte ich auch noch eines sagen. Ich bedanke mich bei all den Helfern. Wir haben ja in diesem Format jedes Wochenende seit über 2 Monaten Veranstaltungen gemacht. Bei all den Helfern, die das ermöglicht haben durch ihren ehrenamtlichen Einsatz. Unsere junge Alternative Brandenburg, der mein besonderer Dank gebührt. Und die besonderes Beispiel dafür ist, wie Jugend auch in und für die AfD eine Zukunft hat. Ich bedanke mich bei unserer Landesgeschäftsstelle stellvertretend dafür, bei unserem magischen allseits bekannten Lars Hünig, der unermüdlich gewirbelt hat, zusammen mit seinen Kollegen. Ich bedanke mich auch bei der Polizei. Die hätten sicher Besseres zu tun, wenn denn die sogenannten Hyperdemokraten der Linken nicht so aggressiv wären, als unsere Veranstaltung so massiv absichern zu müssen. Und ich danke für all unseren Mitgliedern und Mitstreitern, die die praktische Handarbeit in diesem Wahlkampf gemacht haben, weil wir nicht das Geld haben für große Aktionen, wie zum Beispiel die SPD, die sich dann von einem Herrn Opolka eine Riesenzeitung landesweit finanzieren lässt, der dann völlig zufällig vom SPD-Ministerium eine Baugenehmigung bekommt für ein Projekt in einem Naturschutzgebiet. Das, ich weiß nicht, ob das die kleine DDR ist, die Manfred Stolpe mal meinte, aber die ist real und die werden wir aufbrechen im Sinne der Menschen für die Zukunft unserer Kinder, weil ich denke, das ist das, was wir eigentlich, dafür machen wir das. Ich möchte nie, dass sich meine Kinder und Enkel mal fragen, was hast du damals getan? Jawohl. Was hast du damals getan? Jawohl. Was hast du damals getan, als die Raute des Grauens Angela Merkel und ihre Machterhaltungskamarilla dieses Land an die Wand gefahren hat? Dann möchte ich sagen können, ich habe mich mit allem, was ich bin und habe, dafür eingesetzt, dass dieses Land als Heimat mit seiner Tradition, seiner Kultur und Identität erhalten bleibt. Dann möchte ich nicht sagen, ich war damit beschäftigt, mein Reihenhaus abzubezahlen. Mein abbezahltes Reihenhaus ist im Kalifat ganz genau gar nichts wert. Auch nicht für unsere Kinder und unsere Enkel. Wir werden heute noch fantastische Reden erleben. Ich nutze auch die Gelegenheit, die Grüße von Jörg Meuthen zu überbringen. Das war ein Planungsfehler, der ist jetzt in Meißen. Ich soll ausdrücklich sagen, dass er uns einen guten Wahlkampfabschluss wünscht. Der war hier in Brandenburg unterwegs, hat sich mit an Infostände gestellt, hat damit auch, wie auch Alice Weidel, ein Zeichen geliefert für die Einheit dieser Partei. Und wenn die Wahlen zu Ende sind, am Montag, wenn alles gelaufen ist, weil ich höre ja ganz oft den Spruch, ja, dann ist es, am 1. ist es endlich vorbei. Da ist gar nichts vorbei. Da geht's erst richtig los. Da werden wir Druck machen, politisch. Da werden wir Druck machen, politisch. Und die AfD wird liefern. Die Kunst ist nicht, gewählt zu werden. Die Kunst ist zu liefern. Wir wissen, dass die Prozente für die AfD kein Leistungsbonus sind, sondern Vertrauensvorschuss der Menschen an uns. Und wir werden alles in unserer Kraft Stehende tun, dieses Vertrauen auch zu erfüllen, sonst hätten wir das nicht gemacht. Wir kommen alle aus dem normalen Leben. Und deshalb bitte ich euch, nutzt es noch, auch heute, nehmt Material mit, verteilt es an alle, die es haben wollen, verteilt es besonders an die, die es nicht haben wollen, sprecht mit allen,
die ihr noch überzeugen könnt. Und da bin ich völlig zuversichtlich. Mit einem starken Ergebnis der AfD am 1. September holen wir uns gemeinsam unser Land zurück. Jawohl.